Keine Noten, wenig Leistungsdruck, die Entfaltung der Persönlichkeit. Pädagogische Grundsätze freier Schulen. In einer Waldorfschule im nordrhein-westfälischen Minden gerät all das 2015 ins Wanken, als ein rechtsextremer Lehrer auffliegt. Mit zwei Kindern hatte sich Susanne Aisch ganz bewusst für eine freie Schule entschieden. Sie ahnte nicht, dass der Lehrer 20 Jahre lang unentdeckt Einfluss auf seine Schüler nehmen konnte. Aufgefallen ist es durch die Aufmerksamkeit von Schülerinnen, von ehemaligen Schülerinnen, die ihren ehemaligen Lehrer mal im Internet gegoogelt haben und dann sehr schnell auf diese Zusammenhänge gestoßen sind. Die Schülerin Maria findet einen Artikel über einen Friedhof, auf dem sich Altnazis beerdigen lassen und den Namen ihres Lehrers als Vorsitzenden des Trägervereins. Ich habe den Namen gelesen, Lehrer aus Uchte, war völlig verwirrt, weil ich dachte, das ist Wolf-Dieter Schröppe, unser HWQ-Lehrer, Handwerk-Künstlerisches. Wie kann das sein? Guck mal, ist das nicht verrückt und ist er etwa Nazi so? Lehrer und Erzieher, die ihre politische Gesinnung in die Schule tragen. Pädagogen, die als Rechtsextremisten enttarnt werden. Lehrende, die mit Kriegsverbrechern in Verbindung stehen, sich im Umfeld völkischer Gemeinschaften oder auf rechtsnationalen Aufmärschen zeigen. Das sind längst keine Einzelfälle mehr. Bei unserer Recherche zu diesem Film hören wir immer häufiger von rechtsextremen Vorfällen an Bildungseinrichtungen und von Eltern, die Angst haben, öffentlich darüber zu sprechen. Nicht viele trauen sich das, so wie die Mutter Susanne Aisch aus Minden. Meine Tochter kam dann nach Hause und hat gesagt, Mama, guck doch mal. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein, nee, das ist einer von den Guten, das kann nicht sein, das glaube ich nie. Und dann habe ich das 2 Wochen liegen lassen und dann kam meine Tochter, Mama, du musst da mal hingucken. Und dann nach einem Tag Internetrecherche war schon sehr klar, dass das, was man da findet, also sehr offen lag. Also man kann nicht sagen, dass der wahnsinnig vorsichtig war, also eigentlich gar nicht. Im Internet präsentiert sich der Lehrer heute als Kunsthandwerker, nennt sich Moorschmied und wirbt für seine Fertigkeiten. Wolf Schröppe ist Kunst- und Handwerkslehrer und widmet sich in seiner Freizeit dem Bronzeguss. Sein Video wirkt wie eine Empfehlung für die Waldorfpädagogik mit lebenspraktischer Orientierung. Ich will mich mal auf den Weg machen, mit diesen einfachen Mitteln eben das nachzuvollziehen, was damals gemacht wurde. Privatschulen wie die Waldorfschule in Minden sind im Trend. Seit Anfang der 90er Jahre ist ihre Zahl um 80% gestiegen. Auf zuletzt 5.811. Eine Schule in freier Trägerschaft, selbstverwaltet von Eltern und Lehrern, ist für viele eine Alternative. Kreatives Lernen, ein Lernen, was in größeren Zeiträumen denkt, also jetzt nicht nur von einer Prüfung zur nächsten. In kleine Klassen, jeder kennt jeden, man kennt sich von der ersten Klasse an halt auch und ist sich sehr vertraut. Der ökologische Bezug, das handwerkliche Angebot und eben die Kontrolle nicht so ist wie im staatlichen Schulbereich. Wolf-Dieter Schröppe hatte als Hausmeister an der Schule in Minden begonnen und sich zum Handwerkslehrer hochgearbeitet. Er war beliebt, alle mochten ihn. Von seinem rechtsextremen Hintergrund außerhalb der Schule ahnte noch niemand etwas. Dass ich sowas auch nicht mitgekriegt habe, dass ich sowas nicht gesehen habe. Das ist nichts, was auf den ersten Blick auffällt und das ist auch nichts, was einen jetzt sofort anspringt. Wie gefährlich das ist, gerade dieses ganz subtile Vertrauen schaffen, und zwar auf allen Ebenen, auf der Elternebene, auf der Schülerebene und eben im Kollegium, und sich darüber wie eine feste Burg zu errichten. Schleichend und meist unbemerkt engagieren sich Lehrer oder Eltern mit rechtsextremer Gesinnung im Schulbetrieb.
Freie Bildungseinrichtungen bieten, selbstverwaltet, viel Mitspracherecht und damit Gelegenheit für ideologische Einflussnahme auf Kinder und Lehrinhalte. Schlupflöcher, die ganz gezielt für solche Zwecke missbraucht werden können. Einfallstore bieten sich vor allem auch dadurch, dass auch eine enge persönliche Anbindung häufig besteht von Eltern. Es werden Wandertage begleitet, es werden Sachen gespendet auch oder Räume zur Verfügung gestellt. Eltern bieten selber, machen Angebote im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften. Die sind also im Schulalltag häufig sehr viel präsenter als in staatlichen Schulen. So erarbeiten sich Rechtsextreme oft über Jahre hinweg einen festen Platz an der Schule. Aber wie solche Lehrer entdecken? Freie Schulen sind genau wie die staatlichen der Schulaufsichtsbehörde unterstellt. Im Falle schwerer Verstöße, wie der Leugnung des Holocaust beispielsweise, darf die Schulbehörde eingreifen, Lehrer entlassen und Schulen schließen. Dieser konkrete Nachweis ist allerdings sehr schwer und es gibt in freien Schulen weniger innerschulische Kontrollmechanismen, als es sie in staatlichen Schulen gibt, wo es ganz klar auch eine Fachaufsicht innerschulisch gibt durch Fachleitung und Fachbereichsleitung, wo bei der Schulleitung die Fäden zusammenlaufen. Wie also an freien Schulen den Nachweis führen, wenn ein Lehrer zunächst politisch nicht auffällt? Wenn konkrete Volksverhetzung nicht nachzuweisen ist, weil das im Unterricht geschieht und nur Schüler es bezeugen können? Wenn Rechtsextremismus unvorstellbar scheint, weil jemand so beliebt ist wie Marias Lehrer an der Mindener Waldorfschule? Der Großteil der Schulgemeinschaft hat zu dem Mann aufgeblickt und hat das Möglichste getan, eine Erklärung zu finden dafür. Dass der Lehrer im Vorstand einer Ahnenstätte auch für Altnazis auftaucht. Weil die Schülerinnen beim Kollegium kaum Gehör finden, suchen die Eltern nach weiteren Beweisen und entdecken den netten Lehrer auf dem Foto einer deutschen Schule im argentinischen San Carlos de Bariloche 1992. Im Vorstand neben NS-Kriegsverbrecher Erich Priebke. Eine elitäre Schulgemeinschaft mit Feiern zum Führergeburtstag, täglichem Fahnenappell, unter maßgeblicher Führung von Priebke und anderen NS-Familien, für die der Holocaust eine Alliiertenlüge war. Nur 3 Jahre später, 1995, kam Schröppe an die Waldorfschule in Minden. Man ist nach wie vor total erschüttert darüber, dass sowas möglich ist und dass es möglich ist, dass so jemand so lange unbemerkt arbeitet. Mit seiner Vergangenheit und was er mitbringt, was er erlebt hat, wo er gelebt hat, wo er hintersteht. Also dass man sich so in so zwei Welten sozusagen das so trennen kann, dass es in einer zu Hause so und bei der Arbeit so, ohne dass es auffällt. Genau. Und das Unglauben, dass das. Und dass es dann noch so glaubhaft rüberbringen kann, dass es nicht sein kann. Und dass eben doch sehr viele, die mit ihm so lange gearbeitet haben, ihm mehr glauben als dem, was da jetzt gerade auftaucht an Fakten. In der Schule war der Lehrer bis dahin kaum aufgefallen. Niemand verdächtigte ihn. Nur von Schülern gab es hin und wieder Irritationen über sein gelegentlich autoritäres Auftreten. Mein Sohn konnte aus dem Unterricht schon auch so Geschichten erzählen, wo ich heute sage, wenn er mir die früher erzählt hat, hätte man es früher gemerkt. Also da wurden dann im Unterricht schon auch deutlich homophobe Sprüche geklopft. Oder im Handwerksunterricht, wenn ein Junge irgendwie mal so ein bisschen weinerlich drauf war oder nicht ganz so stramm, dann bekam der die schwersten Aufgaben und die schwersten Steine und die er dann irgendwie über den Hof schleppen sollte. Den Lehrer zu kritisieren, ist für Schüler schwer. Er ist Respektperson und oft auch Freund. Gerade an freien Bildungseinrichtungen, die meist kleiner sind und wo der Umgang miteinander vertrauter ist. Diejenigen, die konkret mitbekommen im Unterricht selber, was dort vertreten wird, sind die Schüler und Schülerinnen. Denen muss geglaubt werden, auf der einen Seite, wenn sie erzählen, dass dort komische Sachen erzählt werden und beispielsweise der Holocaust verharmlost wird und so weiter. Oft
ist auch das eine Schwierigkeit, dass den Jugendlichen dann geglaubt wird, dass sie wirklich da auch das entsprechende Problembewusstsein mit sich bringen und dass man auch denkt, das kann nicht sein. Eine Lehrerin der Mindener Schule, die ihren Namen nicht nennen möchte, erfuhr von dem freundlichen Lehrer besonders viel Wertschätzung. Dass der ein Mann mit rechtsextremer Gesinnung war, wollte auch sie bis zum Schluss nicht glauben. Sich den Irrtum lange nicht eingestanden zu haben, quält sie bis heute. Deswegen möchte sie ihr Gesicht nicht ganz offen zeigen. Der väterliche Onkel, immer freundlich, immer lustig, aber auch ernst, wenn Ernsthaftigkeit angebracht war, immer mitdenkend, sich immer zur Verfügung stellend. Er war nicht nur der Lieblingslehrer-Typ für die Schülerinnen und Schüler, er war auch der Lieblingslehrer der Kolleginnen und Kollegen. Erst spät kann sie sich eingestehen, Schröppe ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Eine Mutter kam zu mir und hat mir den Film gezeigt mit den Vorgängen um Erich Priebke. Und das war für mich ein Punkt, wo eine Umkehr stattgefunden hat. Wie ging es dir da? Als wenn man mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich musste erst mal 2 Tage zu Hause bleiben, weil ich niemanden begegnen mochte, konnte, weil ich auch gar nicht wusste. Ich habe also mit einem Schlag quasi gemerkt, dass das alles falsch war. Und da musste ich erstmal mich sortieren, wie ich überhaupt irgendwie da weiterleben kann an der Schule. Dass ich mich wirklich einfach schäme. So. Und ich ein Glück, ich weiß nicht, wie ich klargekommen wäre, wenn ich mich auch schäbig verhalten hätte. Doch die meisten Lehrer nehmen die Sorgen der Eltern nicht ernst. Die wenden sich schließlich an Experten der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus NRW. Sie geben ein Gutachten in Auftrag über die Umtriebe des Waldorflehrers. Wir haben in 2 Berichten unsere Recherchen und Analysen der Aktivitäten und der Texte, die Schröppe publiziert hat, zusammengefasst und der Schule, also der Lehrerinschaft als auch der Elternschaft, zur Verfügung gestellt. Wir kommen in diesen 2 Berichten zu einem eindeutigen Schluss, dass Wolf-Dieter Schröppe Aktivist und Autor in extrem rechten Netzwerken, völkischen Netzwerken und auch als neonazistisch einzuordnenden Netzwerken war. Der Lehrer taucht auf bei einem Szene-Event einer völkischen Avantgarde an einem abgelegenen See in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Mitgliedern der AfD und der identitären Bewegung, die fest in der völkischen Szene verwurzelt sind. Eine heidnisch geprägte Hochzeit als Bestandteil eines politischen Gemeinschaftswillens. Und mittendrin Wolf-Dieter Schröppe. Ich werde nie vergessen, die Beratungsstelle breitet vor einer gesammelten Elternschaft und einer Lehrerschaft diese Fakten aus. Und dennoch wird das von führenden Teilen des Kollegiums abgestritten, dass es eine rechtsextreme Gesinnung des Kollegen geben könnte. Dieser Riss, der vertiefte sich und der wurde immer größer, auch weil von Lehrerseite ganz klar manipuliert wurde. Und zwar, die Lehrer erschienen uns als Einheit. Es wurde auch gesagt, wir dürfen nur einmütig hier stehen und erklären, ja, wir vertrauen Herrn Schröppe. Wir haben ihm also ihr Vertrauen ausgesprochen. Und ich habe das so erlebt, dass man, wenn man kritische Fragen gestellt hat, wie vor einer Wand stand. Diese Tendenzen von Verharmlosung, von Entpolitisierung, also davon, dass man das nicht so ernst nimmt oder sagt, das war vielleicht mal ein Ausrutscher oder das kann er nicht so gemeint haben. Also das sind Tendenzen, die kennen wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Das kennen wir aus dem Sport, das kennen wir aus anderen Vereinen und so weiter. Dass einfach erst dann, wenn es gar nicht mehr zu leugnen ist, wenn man wirklich Fotos und Belege im Internet findet, wenn sich jemand
so stark auch positioniert, dass man ihm wirklich rechtsextreme Gesinnung nachweisen kann, dann kann die Schulaufsicht agieren. Aber der Weg dahin ist nicht so leicht. Schröppe ist es gelungen, zu einem unverzichtbaren Kollegen aufzusteigen, der überall mitentscheidet. Doch der Bund der Freien Waldorfschulen sieht sich handlungsunfähig. Wir haben keine Möglichkeit, direkt in Arbeitsverträge und Sonstiges von Schulen einzugreifen. Die Schulen sind gemeinnützige Vereine, die sind von Eltern und Lehrern selber organisiert. Und alle Maßnahmen, die da getroffen werden müssen, können und dürfen nur von der Schule getroffen werden. Die Schule aber ist zerstritten. Eltern, die mit dem Verbleib des Lehrers nicht einverstanden sind, fordern den Verband auf, ihn zu entlassen und zu untersuchen, warum so viele im Kollegium hinter ihm stehen. Am Ende fordert der Verband der Freien Waldorfschulen das Kollegium auf, sich von dem Lehrer zu trennen. Man hat das nur auf Druck gemacht, auf Druck der kritischen Eltern. Und die wiederum quasi den Bund der Freien Waldorfschulen mitgenötigt haben, die auch nicht mehr anders konnten. Und auf den Druck hin hat die Schule Herrn Schröppe überhaupt entlassen mit einer Abfindung. Der Riss im Kollegium bleibt. Standen Teile der Lehrer- und Elternschaft hinter dem Handwerkslehrer und seiner nachweislich rechten Gesinnung? Warum sonst setzten sie sich so vehement für ihn ein? Die Frage steht bis heute im Raum, auch noch nach 5 Jahren. Seit Susanne Aisch erlebt hat, wie schwer es ist, extrem rechte Pädagogen zu erkennen und wie viel Mut es braucht, sie zu entlarven, hat sie Kontakt aufgenommen zu betroffenen Eltern anderer freier Schulen. Es war tatsächlich bei vielen Telefonaten so, dass man die Sätze des anderen ergänzen konnte. Also die Strukturen scheinen weitreichend sehr ähnlich zu sein. Immer um Lager denken, immer wir und die, um Ausgrenzung, um Vereinzelung von Leuten, um Unterdrückung von Kritik, um Mobbing von Kollegen, Mobbing von Kindern. Die Leute haben alle sehr viel Angst. Von Angst hören wir auch an weiteren freien Schulen. Zusagen für Interviews werden immer wieder zurückgenommen und Tonaufnahmen nicht autorisiert. Es gehört Mut dazu, vor der Kamera zu sprechen, wenn Eltern erleben, dass an ihrer Schule schon kleine Kinder den Hitlergruß zeigen, auf dem Schulhof Judenwitze erzählt werden und niemand einschreitet. Freie Schule Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 200 Schüler werden hier nach reformpädagogischen Konzepten bis zum Abitur geführt. Die Schule gehört zu einem bundesweiten Netzwerk von Bildungseinrichtungen, die sich aktiv gegen Diskriminierung und Gewalt einsetzen. Aber diese freie Schule liegt in einem problematischen Einzugsgebiet. Im Umkreis haben sich sogenannte völkische Siedler eingerichtet, Neo-Arthamanen. Sie wirken wie alternative Aussteiger und organisieren sich bei Brauchtumsfeiern. Ihre Kinder besuchen private und öffentliche Schulen und sorgen seit einigen Jahren schon für Verstörung in der Region. Die sind eine sehr heterogene Gruppe, die hier nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind, Resthöfe aufgekauft haben oder alte Grundstücke. Und die suchen sich natürlich eine Schule in ihrer Nähe und eine Schule, in der sie im Prinzip auch Einfluss nehmen können. Weil freie Schulträger oder Schulen in freier Trägerschaft versuchen in der Regel, die Eltern auch stark zu involvieren in den Schulalltag, in Mitbestimmungsgremien zu integrieren, um eine enge Zusammenarbeit zu organisieren. Karen Larisch ist Mutter einer 13-jährigen Tochter, die hier schon in den Kindergarten ging. Immer wieder war das Mädchen befreundet mit Kindern aus den völkischen nationalistischen Siedlerfamilien. Für die Mutter ein jahrelanges Problem. Wie dem Kind den fragwürdigen Umgang erklären? Wie der Tochter die Gefahr und das taktische Vorgehen der Rechtsextremen, die wie Ökos aussehen, vermitteln? Sie versuchen es, indem Kinder Freundschaften schließen. Solange die Kinder klein sind, wissen die auch nicht, was da auf der Toilette für eine Zeitung liegt oder was für Bücher die zu Hause haben oder was die eigentlich damit meinen, wenn sie das so erzählen, so die eigene Scholle und Blut und Boden und naja, den ganzen Kram. Eine herausfordernde Situation für Eltern und Lehrer. In der Schule fallen die netten rechten Siedlerfamilien zunächst nicht auf.
Sie sind freundlich und zurückhaltend. Sie tragen ihre Ideologie nicht nach vorne heraus, sodass wir das im Prinzip gar nicht gemerkt haben. Und wir sind dann darauf aufmerksam geworden, es gab eine Elternvertreterwahl. Auf einmal hatten wir zwei Eltern, die dann im Elternrat unserer Schule waren und von denen wir dann auch erfahren haben, dass sie direkt dieser Gruppe zuzuordnen sind. Dass das entsprechend schwierig ist, auch mit den Eltern und unter Umständen auch mit Kindern, die das dann selber auch stark mit in die Schule bringen, ist ein Problem, aber ich glaube, dem muss sich die Schule stellen. Da braucht es Expertise und eben auch die Zusammenarbeit von verschiedenen Stellen. Die Freie Schule Güstrow legt großen Wert auf das Vermitteln eines toleranten Weltbildes und nennt sich Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Doch das ist schwierig in einem Umfeld, das von Netzwerken zwischen NPD, rechten Kameradschaften und völkischen Nationalisten geprägt ist. Wir werden in Güstrow zum Beispiel angepöbelt, weil Schülerinnen und Schüler Stolpersteine putzen. Unsere Jugendlichen haben eine Demonstration zu Zeiten der Flüchtlingswelle organisiert und wir sind ganz, ganz scharf da kritisiert worden und angefeindet worden. Wir haben eine von der Gewerkschaft Verdi initiierte Ausstellung zur AfD in unseren Räumen organisiert und haben dort ein Shitstorm ausgelöst. Sondergleichen. Solche Anrufe habe ich hier noch nicht gesehen. Wir haben eine Tanzveranstaltung, Tanz für Toleranz hieß die, die wurde unter Staatsschutz genehmigt, weil so viel Anfeindungen im Prinzip aus dem Netz und aus den rechten Netzwerken gekommen sind. Wir haben das dann trotzdem gemacht. Das ist eher die Problematik. Und die völkischen Siedler sind ein Teil in dieser Gesamtszene. Karen Larisch engagiert sich in Güstrow als Landtagsabgeordnete der Linken gegen Rassismus und rechte Gewalt. Seit Jahren sind sie und ihre Familie deshalb Angriffen Rechtsextremer ausgesetzt. Von einer sehr aktiven Neonazi-Szene um Güstrow. Obwohl man sogar ihre Tochter massiv bedroht, lässt sie sich nicht einschüchtern. Also mir wurde öffentlich auch so mitgeteilt, wenn ich nicht aufhöre, man wüsste ja, auf welche Schule mein Kind geht, man wüsste auch, wo sie ihre Ausbildung macht und man wüsste, wie sie aussieht und ich sollte mal aufpassen, ob sie noch lange Jungfrau ist, weil man könnte ja auch mal eine Gangbang-Party mit ihr machen. Kinder Rechtsextremer nicht aufzunehmen, widerspricht eigentlich dem pädagogischen Konzept freier Schulen. Um dem Problem trotzdem Einhalt zu gebieten, hat die Güstrower Schule jetzt einen Demokratieparagraphen in den Schulverträgen. Wer sein Kind anmeldet, unterschreibt, dass niemand aufgrund seiner Herkunft und Überzeugung benachteiligt werden darf. Wer dagegen verstößt, kann den Schulplatz verlieren. In Berlin macht eine freie Schule auf andere Art von sich reden. Hier soll die Schulleitung selbst das Problem sein. Die Freie Schule am Elsengrund, gegründet von engagierten Eltern 2008. Einer der Initiatoren war André Blessig, fasziniert von der Idee des Gemeinsamen, von einer Schule ohne Denkverbote. Das war sehr positiv geladen, diese ganze Aufbaustimmung. Man hatte Ideale, man hatte Ziele gehabt und man hat sich geholfen, wenn es mal eine Problemstellung gab. Da hat man sich zusammen Gedanken gemacht. Das Wort eines anderen wurde, darüber wurde auch diskutiert, das wurde aufgenommen. Wir haben uns versucht, Hilfestellungen zu suchen. Also wir waren zum damaligen Zeitpunkt eine große Familie, so kann man das bezeichnen, ja. Doch bald bediente sich die Schulleitung, so beschreibt es André Blessig, eines diktatorischen und sektenartigen Führungsstils. Heute macht er sich Vorwürfe, nicht früher eingeschritten, ja sogar Teil des Systems gewesen zu sein. Man muss ja sehen, dass ich das von Anfang an habe mitgetragen, diesen ganzen Schulaufbau. Und das ist halt ein Lebensprojekt gewesen, was ich. Ein schweres Eingeständnis. Heute.
Damals, als Vater zweier Kinder, hatte er die Anfänge der Schule euphorisch mitgestaltet. Er engagierte sich im Vorstand, war bei vielen wichtigen Entscheidungen zugegen, trug sie sogar meistens mit. Doch 2013 tritt ein bekannter rechtsextremer Vater in Erscheinung mit der Bitte um Einschulung seiner Kinder. André Blessig, zu dem Zeitpunkt im Vorstand, stimmt dafür. Egal, was derjenige auch macht oder was er tut oder welche politische Meinung er hat, es geht ja in erster Linie, weil wir auch eine Schule sind, um die Kinder. Ja. Und so war auch meine Argumentation auch ziemlich kräftig, dass ich gesagt habe, also, dass ich einer der Befürworter war. Wir waren nicht alles Befürworter damals. Wir hatten im Vorfeld auch drüber gesprochen. Und da gab es schon heftige Diskussionen. Und meine Meinung war ziemlich fest, es geht um die Kinder. Und die Kinder werden bei uns an die Schule eingeschult. Der Vater, Bernhard Schaub. Selbst Waldorflehrer aus der Schweiz, bis er anfing, öffentlich den Holocaust zu leugnen und militante Rechtsextreme um sich scharte. Ein Fanatiker, der auch seine Kinder mit in den politischen Kampf hineinzieht. Die Kinder besuchten geheime Lager des extrem rechten Sturmvogel Deutscher Jugendbund. Hier wird völkischer Nachwuchs geschult. Schaubs Tochter 2015 in einem solchen Lager in Brandenburg. So wird Kindern von klein auf das gefährliche Weltbild der Eltern eingedrillt. Schaub und die Schulleitung pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. So beschreibt es André Blessig. Ich habe mehrere Treffen mit Familie Schaub miterlebt, ob das jetzt auf dem Hinterhof war, ob das nachher in Kagel war, in dem Objekt, was zum späteren Zeitpunkt ja für den Verein dazugekauft worden ist. Ob das halt in der Wohnung war, also da fanden schon mehrmals Treffen statt, ja. Die Schulleitung äußert sich auf Nachfrage dazu nicht. Doch die Verbindung der Leitung zu dem Holocaustleugner bleibt auch anderen nicht verborgen. Einige Eltern wenden sich an den Verband der Waldorfschulen. Einige verlassen sogar die Schule. Wir haben den Hinweis bekommen, dass sich da eben eine Nähe, eine persönliche Nähe und auch eine inhaltliche Nähe bestimmter Personen, Lehrerinnen, Lehrer bis hin in die Schulführung zu rechtsextremistischen Positionen darstellen würde. Es ging auch darum, dass Schriften verbreitet wurden, es ging darum, dass bestimmte Auffassungen vertreten wurden, dass rassistische Sichtweisen auf Menschen verbreitet wurden und auch in der Pädagogik Einzug gehalten haben sollen. All das hat sich zum Gesamtbild verdichtet und da haben wir an den Einzelstellen eben nachgefragt. Der Verband kündigt den Vertrag mit der Schule, entzieht den Namen Waldorf. Mehr passiert nicht. Eine Schließung sei Sache der Schulbehörde, die wird aber nicht eingeschaltet. Das ist aus Sicht des Bundes der Freien Waldorfschulen vollkommen ausreichend, weil damit hat er weitreichende Möglichkeiten, sich auszusuchen, mit wem er zusammenarbeitet und mit wem nicht. André Blessig ist damals froh, dass die Schule nicht geschlossen wird. Sie ist sein Lebensprojekt. Obwohl sich einige Familien von der Schule distanzieren, hält er an dem Projekt fest. Er will es um keinen Preis gefährden. Einfach aus der Angst heraus, das war ein sehr wackeliges System, unsere Schule bestand noch nicht lange, das hätte auch durchaus kippen können. Und wir haben uns einfach für den Weg entschieden, dass die Schulform erhalten bleibt. Ja. Holocaustleugner Bernhard Schaub schreibt zu dieser Zeit einen Brief an die Schulleitung, der belegt, wie eng verbunden sie sind. Zitat: Auf der anderen Seite steht die Frage, was unseren und euren Verfolgern in Zukunft noch alles einfallen wird. Und da die Sache nun einigermaßen öffentlich geworden ist, können sich alle möglichen linken und jüdischen Aktivisten des Problems annehmen. Viele Schuleltern und Mitkollegen werden euch eure Distanzierung von mir glauben. Und sie werden euch beim Wort nehmen, das Geländeverbot für meine Person sei ernst gemeint und gelte auch in Zukunft. Wir wissen, dass es Sympathisanten gibt. Die dürfen sich nicht offen zu erkennen geben. Und sie werden es auch nicht tun. Gezeichnet: Die Schaubs. Der Berliner Fall zeigt, dass es ja keine Lösung ist, wenn der Verband der Freien Waldorfschulen sich zurückzieht und entsprechend der Schule dann den Namen entzieht. Dann ist das Problem ja noch nicht gelöst, sondern es wäre
schön, wenn die Verantwortung dann auch weitergehen würde, als Verband mit anderen Akteuren auch innerhalb der Schule zu versuchen, das Ruder da noch mal rumzureißen. Schaub und seine Familie bleiben im Umfeld der Schule. In dem zitierten Brief an die Schulleitung vom 30. Juli 2013 schreibt Bernhard Schaub, Zitat: Wir wollen euch so bald wie möglich wiedersehen, denn da ist ja zwischen uns eine Freundschaft gewachsen. Hat sich auch ziemlich schnell geoutet, dass er eben ehemaliger Geschichtslehrer war und dass er verfolgt wird. Und weil er halt gewisse Thesen oder Einstellungen hat zum Thema Holocaust. Naja, er hat schon groß von der Iran-Konferenz gesprochen, wo er eingeladen worden ist. Gemeint ist die Konferenz 2006 in Teheran, als sich Rechtsextremisten und Holocaustleugner aus 30 Staaten zu einer antisemitischen Propagandaveranstaltung trafen. Einer von ihnen war Bernhard Schaub. Meinen Sie, dass es überhaupt nicht gegeben hat, oder meinen Sie, das ist Übertreibung? Das ist die ganze Holocaust. Ich bin der Meinung, dass es den Holocaust in der Form, wie er uns erzählt wird, nicht gegeben hat. Welche Form hat es gegeben? Damit ist gemeint, es gab keine Gaskammern und es gab keine Millionen von Toten. Ich bin schon davon überzeugt, dass diese Meinung, dass die zum späteren Zeitpunkt auch Einzug in unser Schulwesen gefunden hat und dass das immer mehr dort reingetragen worden ist. Rechtes Gedankengut sickert in den Unterricht ein. Das bestätigt auch ein Geschichtslehrer bis 2018 an der Schule, der sich nach langem Zögern doch für ein Interview entscheidet. Seltsam war für mich ganz klar und sehr deutlich, als ich, da waren Wahlen, Bundestagswahlen, und ich habe mit einer 9. Klasse das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland besprochen. Und die Leitung kam im Anschluss an den Unterricht auf mich zu und sagte, das dürfe ich nicht tun, weil das wäre Beeinflussung der Schüler. Und Geschichte hätte nichts mit Politik zu tun. Das war die Aussage. Und da war mir klar, da läuft irgendetwas schief. Ähnliche Fälle waren auch in Deutsch, wo bestimmte Literatur nicht gewünscht war. Also ich hatte mit 2 Klassen Anne Frank bearbeitet, also das Tagebuch gelesen. Und das war auch, da gab es auch keine so erfreuliche Reaktion von der Leitung. Welche genau? Das sei gefälscht, das Buch. Ja, und es wäre, und damit könne man quasi nicht umgehen, wenn es eine Fälschung ist. Ja. Die Schule bestreitet diese Vorwürfe. Der Lehrer berichtet, dass von Seiten der Leiterin mit Kündigung gedroht werde, wenn jemand Probleme anspreche. Die Schule bestreitet auch das auf Nachfrage. Außerdem berichtet der Lehrer von einer extrem hohen Fluktuation in der Lehrerschaft. Die sei nicht höher als bei vergleichbaren Einrichtungen. So die Schule. Wir hatten oft Lehrer, die also entweder noch gar nicht ausgebildet waren oder gar nicht ausgebildet waren oder noch ihr Studium hätten beenden müssen. Ja, wir hatten auch Lehrer in Anführungsstrichen, die ganz andere Tätigkeiten eigentlich gelernt hatten. Ja, die auch im Haus andere Tätigkeiten hatten und dann plötzlich unterrichteten. Vielleicht waren es Freunde, vielleicht waren es Gesinnungsgenossen. Auf Nachfrage räumt die Schulleitung ein, ein Praktikant unterrichtete eine 9. und 10. Klasse in Physik und Mathe. Inzwischen ist er Hilfserzieher im Hort. Eine weitere Mitarbeiterin durfte ohne abgeschlossene pädagogische Lehramtsausbildung Klassen unterrichten. Heute wird sie auf der Webseite der Schule als Geschäftsführung geführt. Ich denke mal, meine Vermutung liegt schon nahe, dass man Schulwesen innerhalb des Schulwesens schaffen möchte, um halt mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Es wurde mir auch zum Beispiel empfohlen, die Sendung Querdenker zu sehen. Ja, das schien eine sehr beliebte Sendung zu sein, die die Leitung sich anschaut, sieht, informiert sich darüber. Die Schulleitung bestreitet dies. Querdenken TV ist eine Sendung mit dem rechten Propagandisten Michael Vogt, ein Verschwörungsideologe aus dem Spektrum der Münchner Burschenschaft Danubia, von der bayerischen Landesregierung als rechtsextremistisch eingestuft. Im Gespräch mit Reichsbürger Matthias Weidner darüber, dass Deutschland noch immer eine alliierte Besatzungszone sei.
nach Schäfgesetz Nummer 52. Das war das Besatzungs... Das ist dieses Militärgesetz. Militärgesetz. Was die Besatzung hier regelt. Und dort ist es ausdrücklich allen verboten, Eigentum zu besitzen, weil sie ja unter Fremdherrschaft stehen. Mit Ausnahme der Staatsangehörigen des Deutschen Reiches. Es hat wirklich klein angefangen, dass man sagt, okay, beschäftigt euch mal mit Ken Jebsen oder guckt euch mal die AZK an. Auch das bestreitet die Schule. Ken Jebsen, Blogger, Corona-Leugner, ein Rechtspopulist, der im Netz Verschwörungstheorien verbreitet und offen zum Sturz der Regierung aufruft. Und wenn Sie sich das nicht gefallen lassen wollen, dass man nämlich ihnen diktiert, dass morgen ihre Kinder und sie selber mit Stoffen geimpft werden sollen, die zu Bill und Melinda Gates und ihrer Kasse führen und die Nebenwirkungen gehen dann aufs Haus, also auf die Gesundheit ihrer Kinder, dann wird es Zeit, dass sie sich auf die Straße bewegen und diese Regierung hinwegfegen. Später kam denn der Nikolai Nährling zu. Nährling, alias der Volkslehrer, ist ein völkisch-nationalistischer und antisemitischer Videoblogger. Als Lehrer wurde er aus dem Dienst an einer Berliner Grundschule entlassen. Er sei dauerhaft für den Schuldienst ungeeignet. 2019 wurde er wegen Volksverhetzung in erster Instanz verurteilt. Das Verfahren läuft noch. Die Schüler lernen, dass unter den Nazis alles ganz, ganz schlimm war. Hitler wollte den Krieg, wollte die ganze Welt erobern und wollte alle unterjochen und hat nur die Arier als lebenswert betrachtet, alles andere waren Untermenschen und so. Und laut dem Beutelsbacher Konsens muss das, was in der Wissenschaft kontrovers betrachtet wird, auch in der Schule so dargestellt werden. Und es gibt nun mal auch andere Wissenschaftler, Historiker weltweit, die da eine andere Meinung zu haben. Der Beutelsbacher Konsens wird von Rechten halt oft falsch angeführt. Es heißt halt, es müssen Kontroversen deutlich werden, die wissenschaftlich geführt werden. Aber es ist keine wissenschaftliche Kontroverse, ob es den Holocaust gegeben hat oder nicht. Also das ist an dieser Stelle ganz klar. Und wenn ein Volkslehrer sich hinstellt und sagt, das ist ja kontrovers, was da passiert ist, und der Geschichtsunterricht muss das zulassen, dann ist das ein völlig falsches Verständnis. Reichsbürger und Verschwörungsanhänger demonstrieren am 23. Mai 2020 gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Auf sogenannten Hygienedemos präsentiert sich der umtriebige Rechtsaktivist als freier Pressevertreter, indem er für seinen Internetblog Teilnehmer befragt, warum sie heute dabei sind. Jawohl, genau. Warum bist du heute hier? Warum? Um für Frieden und Freiheit einzustehen. Auch Bernhard Schaub ist hier dabei und wird vom selbsternannten Journalisten Nikolai Nährling befragt. Kaum kam ich hier um die Ecke, da haben uns schon die Freunde von der Polizei eingekesselt und jetzt warten wir darauf, dass unsere Personalien aufgenommen werden. Nährling in der Schule am Elsengrund am 4. April 2019. Auf Einladung der Schulleitung, sagt Blässig. Die äußert sich dazu nicht. Er weiß von solchen und anderen rechtsextremen Verbindungen am Elsengrund und will das nicht länger mittragen. 2018 trat er aus dem Vorstand aus. Er hat dann wirklich noch mal häufig versucht, mich dahin zu bringen, dass ich das nicht tun sollte. Und man tritt aus so einer Sekte nicht aus, einfach so, weil man es möchte. Das geht halt einfach nicht. Ne? Die Schule lebt ein menschenverachtendes System und begeht einen tiefen Bruch zum Spiegelbild der Demokratie und des Grundgesetzes. So beschreibt Blässig die Zustände am Elsengrund. Er will dies öffentlich machen und wendet sich zunächst an uns. Im nächsten Schritt, im Januar 2020, an die Schulaufsicht. Mit einer ausführlichen Beschreibung der Vorfälle an der Schule. Auf eine schriftliche Antwort von der Behörde wartet er monatelang. Vergeblich. Als ihm zu Ohren kommt, dass die keine Mängel erkennen könne, wendet sich Blässig an die Bundestagsabgeordnete Petra Pau. Sie bietet anonyme Bürgergespräche an im Bezirk Berlin-Hellersdorf, in dem sich die Schule befindet. Die mobile Beratungsstelle für Rechtsextremismus schaltet er ebenfalls ein. Wenn mir klar wird, dass die Schulaufsicht ihre Prüfung nach diesen ersten Anzeigen abgeschlossen hat und keinerlei bisher jedenfalls Mängel entdecken konnte, dann alarmiert mich das und dann bringt mich das auch zu einem zügigen Handeln.
Petra Pau geht der Sache nach und beschließt, an die Bildungssenatorin zu schreiben. Organisation und Gestaltung des Unterrichts sowie die fachliche Eignung des Lehrpersonals entspreche offenbar nicht dem Schulgesetz für das Land Berlin, schreibt sie in einem Brief an die Bildungssenatorin. Die Experten der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus haben die Sache ausführlich untersucht und schildern, das Ergebnis sei eindeutig. Nach allem, was wir wissen und mehrere Eltern aus dem Umfeld der Schule haben sich teilweise auch unabhängig voneinander an uns gewendet, werden bestimmte wichtige Unterrichtsinhalte an dieser Schule konsequent und systematisch weggelassen oder ausgeblendet. Das betrifft insbesondere die neuere Geschichte 1789 und ganz besonders die Verbrechen Nazi-Deutschlands, den Zweiten Weltkrieg, die Geschichte des NS. Fast immer werden solche Missstände anonym angezeigt. Das erschwert konsequentes Agieren. Im Fall der Schule am Elsengrund sieht die Beratungsstelle erhöhten Handlungsbedarf. Wir müssen befürchten, dass dort noch weitergehende Versuche rechtsextremer Indoktrination und Agitation vonstatten gehen. Und wir befürchten dort den Aufbau eines zweiten Schulstandortes unter dieser rechtsextrem orientierten Schulleitung. Gemeint ist ein Haus im brandenburgischen Kagel. Die Schule betont, es solle für Klassenfahrten und andere Projekte genutzt werden. Und es gebe keine rechtsextreme Lehrkraft. Ja, da entsteht ein rechtes Bildungszentrum soll dort entstehen. Ja, für Gleichgesinnte, ein Rückzugsort. Und das sind alles Gefahren, weil das gehört letztendlich nicht der Schulführung. Das ist letztendlich Vereinseigentum. Und Vereinseigentum heißt letztendlich, dass es für die Kinder da ist, dass es für die Eltern da ist. Wir fragen die Schulbehörde nach der Überprüfung all dieser Anschuldigungen Blessigs. Die Antwort? Bislang konnten keine Tatsachen festgestellt werden, die die formale Einleitung eines Verfahrens zum Entzug der Genehmigung nach sich gezogen hätten. Der Beratungsprozess der Schulleitung wird fortgesetzt. Der Weg in der freien Schule dann direkt zur Schulaufsicht ist relativ weit. Die Schulaufsicht ist prinzipiell bemächtigt, einer Schule auch die Schulgenehmigung wieder zu entziehen oder auch einer Lehrkraft, die Unterrichtsgenehmigung erteilt bekommen hat, diese wiederum zu entziehen. Aber der Nachweis dessen ist relativ schwierig. Das ist ein perfektes System, was ich selber erst sehr spät erkannt habe, was ich auch mitgetragen habe, also wo ich auch eine Teilschuld von mir sehe, wo ich aber auch sagen muss, dass jeder Lehrer, jeder Erzieher oder Personal in der Schule ja auch in der Verantwortung steht. Und ein Drittel der Lehrer und des Personals, die wissen Bescheid darüber. Und da hätte längst schon mal eine Reaktion erfolgen müssen, ja. Wie leicht es ist, in so ein Fahrwasser zu geraten. Ja, und auch vielleicht, ja, auch mein Sträuben jetzt hier dieses Interview oder so oder die Angst, ja, was passiert mir, wenn ich jetzt dieses Interview mache, ja, all das gehört da sozusagen in diesen Kontext, ja, was heißt denn nun eigentlich Zivilcourage, ja, was heißt das denn eigentlich wirklich, wenn es dann wirklich darum geht? Das Beispiel der Berliner Schule und nicht nur dieser zeigt, wie schwer es ist, die Unterwanderung vor allem freier Schulen durch extreme Rechte zu erkennen. Wie viel Mut es braucht für Eltern und Lehrer, sich dem entgegenzustellen. Und wie wichtig es ist für die Schulaufsichtsbehörden, ihre Verantwortung wahrzunehmen.